Hallo zusammen. Wir spielen mal wieder eine Runde GTA Roleplay auf Lucky. Mit Charles Jenkins. Voll. Jo, wir brauchen Essen.
Ich hänge hier gerade. Na gut. Ja. Ich bin gerade noch am Überlegen. Der Charles müsste eigentlich mal wieder arbeiten. Sich zumindest mal blicken lassen. Ich denke aber, wir gehen mal kurz ins MD und geben aber Bescheid, dass wir heute vielleicht mal noch einen Tag Pause bräuchten. Weil es wird ja auch mal wieder gut tun, einfach ein bisschen Freizeit zu haben mit dem Charles. Okay, der hat wohl mehr Ausdauer. Der TeamSpeak-Server ist weg. Zumindest für mich gerade. Toll.
Hallo. Hallo Marco. Alles gut bei dir? Ja, wie geht's dir? Ja, passt so. Passt Letchell ist ja schon. auch voll aktuell, wenn ich so sehe, wer hier rumsteht und. Ich bin nicht lächerlich, ich hab da nicht reingeguckt. Ihr zwei, ist zufällig jemand von der Leitung heute da? Ja, müsste da sein. Also die Frau Riley hat mich schon angefunkt. Okay, perfekt. Danke. O'Reilly hier sehen und na, Dings habe ich auch Leitstelle gesehen. ist meist auch da. Ja, Miles ist da. Habe ich schon gesehen. Perfekt. Danke euch. Jo, gerne. Irgendwo habe ich die Nummer von Miles. Irgendwo habe ich die noch. Ja, habe ich sie. Erstmal einspeichern.
Na super. Alles weg, ne? Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Der Server wird gleich wieder neu gestartet. Es dauert noch einen Moment. Könnte sein, dass wir noch so 10 Minuten brauchen. Dann geht's weiter. Jo, dann warten wir mal kurz, bis der Server wieder da ist. Jo, TeamSpeak auch weg. Läuft auf jeden Fall. Läuft.
Teamspeak ist immer noch weg. Okay. Da sind wir wieder. Schon mal kurz den Text getippt, den ich gleich dem Herr Davidson noch schicke. Genau, dann schreibe ich dem gleich die SMS, dass ich heute nochmal frei brauche. Und dann gucken wir uns endlich mal um, ob wir vielleicht noch irgendwo ein Zimmer finden. Eine Wohnung, die ein bisschen näher am MD bzw. FD liegt. Wäre doch schön. Jo.
Games Server ist noch nicht gestartet. Noch nicht da. Ja. Die Kollegen sind dran. Ja, noch geht nichts.
Wir warten noch. Wow, richtig nice RP. Ah, ja, geht so. Geht so. Hatte in letzter Zeit quasi gar keine Zeit zum Zocken. Müsste nachher auch mal noch ein paar Mappings hochladen. Eigentlich wollte ich hier jetzt nur sauber Bescheid geben, dass ich heute noch einen Tag frei brauche. Und dann sucht sich der Charles vielleicht mal eine Wohnung, beziehungsweise schaut mal, ob er irgendwie ein Haus in der Umgebung vom MDFD findet, was ein bisschen näher dran ist. Danke für deinen Follow, CMD-Uploads. Ja, Hanni, immer fleißig für uns alle auf dem Server. Ja, ja. Geht so. Mal mehr, mal weniger. Da gibt es schon andere Entwickler, die richtig Gas geben. Ah, jetzt dürften sie mal wieder neu starten. Soweit ich das mitbekommen habe, wird gerade ein Fix eingespielt für die Abstürze heute. Bin ich mal gespannt, ob es was bringt. Ja, also ich spiele ja noch gar nicht lang. Seither war nur jetzt zweimal schon das Teamspeak weg, einmal Spiel komplett weg. Aber ja, wie gesagt, gerade ist der Server ja gerade bewusst aus. Und startet gleich wieder, nachdem es einen Hotfix gibt. Via SMS-RP. Nice. Ich glaube, gestern habe ich... Was ist gestern? Neulich habe ich mal kurz reingeschaut. Ich glaube, gestern war ich ganz kurz beim Dennis im Stream. Nee, nicht bei Dennis. Bei irgendeinem P-Dealer, wo die Honey mitgefahren ist. Da habe ich so OC mitbekommen, dass die jetzt auch eine Ausbildung macht. Nice, nice. Hast du die? Wer ist du die? Ja, ich glaube, du warst da im Auto. Ich glaube, Stone war dabei, ja. April Stone. Ja, ich glaube, Pitaya hatten wir drin. Keine Ahnung. Meine Freundin hat irgendwie durchgesappt. Sieht's aus.
Ja, jetzt hatten wir doch echt eine Weile Ruhe mit den DDoS-Angriffen. Seit gestern geht's wieder richtig rund. Er hatte Termine, die sich um eine ganze Stunde verzögert haben. Boah, so nervig. Aber gestern war ja auch, also hier ist es ja auch direkt, RP-Flucht gibt's nicht. Jeder darf abhauen. Aber klar, es zerstört halt trotzdem immer so ein bisschen das RP. Bei mir war es ja auch so, als ich im Fire Department eingestellt wurde, da war ich so halb eingestellt, beziehungsweise mein Sozialgeld und alles wurde schon gestrichen. Und dann wurde ich aber nicht vollends angestellt und habe dann einfach kein Geld bekommen. Also, und der Chief vom FD, der ist einfach nicht mehr online gekommen. Und wir standen da halt zu viert rum und mussten warten. Beziehungsweise haben halt eine Zeit lang gewartet und irgendwann sind wir einfach gegangen. Haben es dann so ausgespielt, dass es ihm halt nicht gut ging. Und wir waren dann halt echt ein paar Tage nirgends angestellt, haben auch kein Sozialgeld bekommen. Das war dann mal schon kurz schwierig. Aber ja, finanzieller Ruin. Ja, ich weiß von dem anderen, der ist tatsächlich dann extra nochmal zurück ins DOL und hat nochmal doch nochmal Sozialgeld beansprucht. Naja. Der Charles, der lebt ja sparsam. Dem macht es nichts. Der hat ja kein Auto, der hat gar nichts. Wird eigentlich mal Zeit. Neulich hat er sich mal überlegt, ob er sich ein Motorrad holt. Ja, Hanni, die ist ja nur noch arbeiten. Die hat ja auch kein Leben mehr. Genauso wie Charlie gerade auch. Wobei ich das eigentlich wieder ein bisschen ändern will. Hassani hat schon zwei Autos. Ah, Condoleezza. Der Mr. Fry. Lang nichts mehr gehört. Freut mich, dich hier zu sehen. Warum braucht man zwei Autos? Ja, der Richie, die Nummer gegen Kummer. Die habe ich neulich übrigens aus dem Handy gelöscht mit dem Charles. Ja, ich würde dir gern hier ein bisschen LP bieten, Richard. Aber ja, Schwierigkeit. Aha, okay, du kaufst das Auto vom Chief, verlängerte Testfahrt. Ja, der Chief. Wenn es um die Damen geht, dann wird er auf einmal spendabel. Besten Preis bekommen für die Karre. Du wartest noch eine Woche. Okay. Viel Erfolg. Bin gespannt. Irgendwann sehe ich das Auto ja auch mal. Ja.
Wenn wir uns mal sehen, ja. Ich war jetzt, glaube ich, seit Mittwoch nicht mehr online. Wir hatten ein paar Dinge zu erledigen gehabt, dann allgemein Server-Sachen, entwicklungsseitig eher, wo sich's dann teilweise auch einfach nicht mehr lohnt, noch ins RP zu gehen, wenn du nachher irgendwie nur eine halbe Stunde im MD rumstehen würdest. Vor allem zu so Zeiten, wo halt sowieso die Kontakte vom Charles dann nicht mehr online sind. Macht's auch keinen Sinn. Jo. Ja gut, Hanni ist zwar die halbe Nacht wach, aber sie arbeitet halt auch die halbe Nacht. Und wie viele Autos hat Richard inzwischen? 10? Weil außer den Kollegen niemand da ist. Ja gut. Es ist schon krass, wie sich so die Kontakte ändern. Bei dir, zu deinen PD-Kollegen, bei mir, zu den MD-Kollegen. Es ist schon heftig. Also wir hatten, glaube ich, gerade einen Teamspeak-Neustart. Wenn ich das richtig gesehen habe. Könnte bedeuten, der Game-Server startet gleich. Ja. Bezugsperson ist der Weiß. Ja, ich habe neulich gedacht, mit deinem Twitch-Kanal hilft es natürlich. Das ist gar nicht schlecht. Direkt die ganzen Leute vom Dennis abziehen. Alle zu dir rüberholen. Was? Der schickt die Leute von selbst zu dir? Cool. Auch nicht schlecht. Ich bin froh, dass hier im Chat mal ein bisschen was geht. Gerade wenn so lang eine Downtime vom Server ist, dann wüsste ich sonst überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Raid, nice. Was, du streamst länger als Dennis? Warum? Du schläfst zwischen 6 bis 8. Also zwischen 6 bis 8 schläfst du ein. Okay, aber trotzdem. Da sollte ich aufstehen. Allerspätestens. Um 8 fange ich nochmal an zu arbeiten. Ich stehe mitten im MD. Ich habe gerade echt überlegt. Weißt du, du hast keinen Grund aufzustehen. Warum denn? Charles steht jetzt mitten im MD. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich vielleicht
dann jetzt ausloggen soll einfach und noch ein bisschen mich um die Mappings kümmern soll. Aber ich muss den da rausholen, sonst ist er eingeschlossen. Und ich habe noch keinen Schlüssel. Zu keiner Arbeit. Okay. Solange irgendwie trotzdem Geld reinkommt. Nicht schlecht, ansonsten ein bisschen doof. Ja, du kannst es von Wiesel News noch. Ja, es nervt so ein bisschen. Vor allem neulich hieß es zu mir, hier park mal die Krankenwagen um. So nach dem Einsatz standen die halt noch direkt vor der Tür, park die mal um. Dann habe ich keinen Schlüssel, ich kann die nicht aufschließen, ich kann den Motor nicht anmachen. Ich kann, nachdem ich den weggefahren habe, kann ich nicht abschließen. Ich kann beim Einsatz nicht durch die Tür rennen zur Garage, weil die immer abgeschlossen ist. Und so weiter. Ja, er ist halt auch noch Praktikant. Aber es sind so ein bisschen die Dinge, die teilweise nerven. Also ich kann ja schon mit dem Fahrzeug fahren, aber es muss halt vorher jemand anmachen. Und ansonsten, ja, beim Einsatz bin ich ja schon auch dabei. So, also jetzt steht hier zumindest, dass der Server online ist. Aber ich check mal kurz vorher Discord, ob wir auch schon connecten können. Sehe ich nichts. Ja, ansonsten kann Charlie noch nicht so viel machen. Okay, Funkausbildung habe ich ja gemacht. Funken kann er inzwischen. Das ist, ja. Das System. MD-System. Der schönen roten Farbe. Versuche einfach mal zu connecten. Vielleicht geht's ja. Warst du gerade auch im RP? Hanni und Richard und so, wer sonst so zuschaut. Wart ihr alle im RP gerade? Du hast vorhin schon gehört, dass es nicht so gut läuft. Ja, gute Entscheidung. Ich habe mir halt quasi bis heute Urlaub geholt gehabt, weil ich schon wusste, dass ich nicht wirklich zum Spielen komme. Und da wollte ich jetzt heute noch eigentlich nur kurz um den Tag verlängern, dass ich morgen erst starten kann. Jetzt hänge ich hier schon. Seit einer Stunde und habe quasi noch nichts gemacht. Noch nicht mal die SMS rausgeschickt, die ich rausschicken wollte. Und dann wollte ich mit dem Charles mal ein bisschen nach Wohnungen gucken. Ich habe mir schon länger mal gedacht, da oben so im Mirror Park wäre gar nicht so schlecht. Da ist man so zwischen MD und FD, also zwischen dem neuen FD. Wir ziehen ja um. Jo. Du möchtest auch gerne eine andere Wohnung. Luxus-Apartment, okay. Okay, Server ist wieder weg.
Luxus-Apartment. Ja, also ganz ehrlich, dem Charles, dem tut's ja irgendwas. So ein Niveau, wie er jetzt hat. 60-Dollar-Wohnung. Nur eben dadurch, dass ich halt kein Motorrad, kein Auto hab, nervt mich die Strecke. Mich persönlich nervt die Strecke manchmal ein bisschen. Dem Charles passt es eigentlich so mit der Entfernung. Und auch mit der Treppe, dass er da immer hoch und runter muss, passt für einen Charles auch. Nur ich join meistens so ins Spiel und hab dann eigentlich direkt einen Termin. Neulich wieder hatte ich so eine Schulung und bin 2 Minuten vorher, glaube ich, auf dem Server. Und dann wird es zeitlich immer so knapp. Ja, die Treppe. Vor allem, du kannst die halt nicht hochrennen. Das wäre sowas von Fail-RP. Ich muss die halt immer schön gemächlich hoch und runter gehen. Der Charles sagt halt, es hält ihn fit. Stimmt ja auch irgendwie. Du warst bei Ariane zum Besuch. Wohnt die noch gegenüber? Das Witzige war nämlich, ich hatte mir ja mit Mason und Lizzie damals die Wohnung geholt. Da oben. Und auf der anderen Seite waren da auch beide Wohnungen frei. Und dann habe ich ein paar Tage später habe ich bei Pan auf Twitch zugeschaut, wie sie sich die Wohnung gegenüber holt, wo wir auch kurz davor standen. Fand ich dann ganz witzig. Ich habe sie auch schon ein paar Mal so zufällig getroffen. Immer so, hi. Wie man halt zu Nachbarn immer so ist. Sport- und Lesezirkel, warum? Was geht da so? Du meinst Sport und Lesezirkel, weil du immer die Treppe hoch musst. Weekly Scout lesen. Ach, das war die E-Mail, die neulich kam, ne? Hat die jeder bekommen? Wie lief das ab? Hab ich gar nichts mitbekommen. Ich habe nur zufällig die E-Mail dann bei mir gehabt. Ja, Server ist immer noch nicht da. Henkers Schandblatt. Ich frage mich, wie hat der die an alle rausgeschickt? Hat der wirklich jedem Einzelnen die E-Mail geschickt? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay, Login Screen ist da.
Fail to connect to the server. Nice. Ja. Yeah. Ach, TeamSpeak auch weg. Sieht nach noch einem Neustart aus. Nee. Connected. Nur ich war weg vom TeamSpeak. Zu lange abwesend. Der Klassiker. Jetzt ist der Server da. Nice. Gut. Dann schicke ich jetzt noch kurz die SMS raus an den neuen FD-Chief. Dass ich OOC weiß, IC noch nicht ganz. Biowulf, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Wartet bitte mit dem Connecten, ja. Mein Gott, im schlimmsten Fall fliege ich wieder runter. Alles cool. Alles cool. Genau. Die SMS kann ich trotzdem kurz rausschicken. Ich habe die vorhin schon mal kurz getippt, während der Server weg war. Genau, ich habe ihm einfach geschrieben, dass ich heute wieder zurück in die Stadt gekommen bin. Die Rückreise war anstrengend. Dass ich heute nochmal einen Tag frei bräuchte, um dann morgen mit voller Motivation wieder starten zu können. Habe ich denn noch Geld? Ja. 4000. Die Miete kann ich zahlen. Das reicht. Dann gucke ich mich jetzt mal noch ein bisschen um, ob ich zufällig ein Häuschen oder eine Wohnung finde. Und zwar irgendwo zwischen dem neuen FD, wo war das nochmal genau? Ich glaube hier.
Hier, okay. Ne, hier. Also Mirror Park hier wäre schon ganz cool. Dann wäre ich so zwischen, oder zumindest relativ schnell am MD, relativ schnell am FD. Besser als hier oben. Wir gucken einfach mal. Ah, da fällt mir gerade ein. Radiomusik. Wollte ich ausmachen. Das mache ich auch direkt. Ansonsten mutet mir nämlich Twitch nachher mein Video. Weil hier teilweise wirklich Musik läuft, für die ich halt keine Rechte habe dann. Komischerweise. Weil hier ja, die sind ja auch Teil vom Spiel und ja, da wird es ja ansonsten nicht so, so eng gesehen auf Twitch. Sonst würde ja gar nichts gehen auf Twitch. Oh, jetzt gib mal Gas, Mr. Jenkins. Na toll. Das ist jetzt so eine Treppe. Damn it. Hat sich ja voll gelohnt. Voll die Abkürzung. Sehe es schon kommen. Wenn ich heute noch ein bisschen rumfahre, irgendwann verletzt er sich noch. Jo. Jetzt einfach mal ganz dumm jede Hütte ab. Ach, hier gibt's nicht mal Wohnungen. Schade. Warum denn nicht? Gut, wenn das jetzt überall so läuft, dann kann ich es gerade lassen. Ich dachte, hier gibt es Häuser, die man auch bewohnen kann. Sieht nicht so aus. Ja, dann kann ich es gerade wahrscheinlich lassen. Ich guck mal noch da hinten irgendwo.
Nope. Gut, dann bleibt der Charles wahrscheinlich da wohnen, wo er gerade ist. Mal hier noch schnell. Ne. Nichts. Mirror Park ist komplett unbewohnbar. Zumindest was ich jetzt so getestet habe. Schade. Dann mache ich es, glaube ich, heute kurz. Dann würde ich mich jetzt auf den Weg in Charlies Zuhause machen. Und check mal noch kurz. Beziehungsweise ich weiß, dass ich noch ein paar To-Dos in der Entwicklung habe. Kümmere ich mich da noch drum. Und dann spielen wir morgen. Beziehungsweise auf jeden Fall am Donnerstag. Mal wieder richtig RP. Schade. Was vielleicht noch interessant wäre, wäre hier so die Ecke, ja. Bei denen war ich ja, glaube ich, schon mal Briefe austragen hier. Also, Charles wohnt da nicht, der kann da nicht wohnen. Aber es war ganz witzig, die hatten so gesagt, willst du hier wohnen? Da musst du aber ordentlich auf deine Sauberkeit achten, immer Kehrwoche einhalten und sowas. Das sieht halt aus wie Sau. War witzig. Ich weiß gar nicht, wo da die ersten Wohnungen überhaupt kommen in die Ecke. Naja. Egal, wir belassen es dabei. Dann würde ich, glaube ich, an der Stelle auch den Stream jetzt schon beenden, weil ich mit dem Charles jetzt tatsächlich nur noch nach Hause fahre. Wobei, ich lasse mal noch kurz an, bis wir an der Tür sind. Wer weiß, vielleicht passiert da vorher noch was, vielleicht wird er ja überfahren. Man weiß es ja nie so genau. Prank. Die meisten Zuschauer sind ja sowieso schon weg, wenn der Server wieder läuft. Und allen anderen. War knapp. Einen anderen wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure neuen Follows, die ihr da gelassen habt. Und ich
freue mich auf nächstes Mal. Ciao, ciao zusammen.